Wie würde es aussehen, wenn 6, 7 Meteoriten unsere Erde treffen? Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Das hier ist unsere Erde. Unsere Erde wird momentan... Das hier ist unsere Erde, meine Freunde. Die Erde, ein wunderschöner Planet, der... Warum schießt es die ganze Explosion? Ich drücke nicht mal. Ich will mir doch nur die Erde anschauen. Okay, also, das hier ist die Erde. Unser wunderschöner Heimatplanet, auf dem momentan 7,788 Milliarden wohnen hier. 7,788 Milliarden Menschen wohnen auf dieser wunderschönen Erde. Da haben wir die USA, da haben wir Europa, Afrika, wir haben den arabischen Mittelraum, wir haben Asien, wir haben Australien, Neuseeland, Südamerika. Und sogar Madagaskar ist drauf. Ist Madagaskar wirklich so groß? Irgendwie sieht das nicht richtig aus. Naja, jedenfalls ist das unsere Erde. Und es wäre natürlich blöd, wenn jetzt irgendwas unserer Erde zustoßen würde. Bei diesem tollen Game, was ich nenne Solar Smash. Ganz genau, mir sind die Ideen ausgegangen. Ich dachte, es wäre einfach mal gut, unsere Zerstörungsfantasien zu teilen. Ich habe mir diesen wunderbaren Emulator runtergeladen und wir können jetzt mal schauen, was ist auf der Erde, also was auf der Erde passiert. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt eine Rakete, blöderweise, was ist jetzt so ein Land, wo man sagen könnte, das wäre jetzt nicht so schlimm? Deutschland. Wenn eine Rakete Deutschland trifft, was passiert dann zum Beispiel? Wie viele Menschen sterben dann? Es ist ganz Europa geworden. Und auch aus Versehen Asien. Ja, ganz Europa ist... Lava. Spanien geht's actually ziemlich gut. Hier unten in Barcelona ist noch richtige Party und in Italien, ja, Sizilien hat's überlebt. Schweden, das ist auch gut. Schweden hat's überlebt, das ist schön. Ich habe absolut keine Ahnung. Also dieses Spiel ist quasi ein Zerstörungssimulator unserer Erde und wir haben hier die Möglichkeit, so Geschosse auf die Erde zu schießen. Moment mal, kann ich ein Loch in die Erde machen? Das will ich herausfinden. Meint ihr, ich kann mich durch die Erde durchbuddeln? Ich meine, in der Theorie müsste das doch gehen. Warte mal, wir haben doch hier so einen heißen Laserstrahl. Vielleicht kann ich einfach... Ich glaube, das hat keiner auf der Erde überlebt. Aber ich glaube, ich habe die Möglichkeit, mich durch die Erde durchzubuddeln, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich meine, es ist ja auch eine Idee. Dann können wir mal gucken, was in der Erde drin ist. Vielleicht wohnen da ja Echsenmenschen. Oh ja, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das ist jetzt die Erde mit einem Loch drin. Und ich weiß nicht, warum es immer diese komischen Dinger hier spawnt, wenn ich so mache. Also irgendwie passiert das einfach. Wir setzen aber zurück und schauen mal, was wir noch so machen können. Also das ist quasi unsere Erde. Was ist, wenn ich jetzt sage, wir wollen nur eine halbe Erde haben zum Beispiel? So wie Flextape. Also wir sägen jetzt einfach mal die Erde auseinander. In der Theorie müsste das ja eigentlich gehen, oder? Nö. Oh, das hat einen Einfluss auf eine Menge Leute. Allerdings 3 Milliarden Menschen leben noch. Also vielleicht, also ich meine, wir sind ja eh zu viele Menschen und dass es jetzt Europa getroffen hat, ist jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht habe ich ja wirklich die Möglichkeit, die gesamte Erde... Oh, die Erde sieht aus... Oh, guck mal, die Erde... Wartet mal. Die Erde sieht aus wie ein hungriges... Da, die Erde sieht so lustig aus. Stell dich mal vor, das wäre die Erde. Oh, die USA ist noch da. Kleinen Moment. Okay. Ist das nicht schön? Europa lebt. Ich habe Europa verschont. Uns geht's gut. Und den USA geht's auch super. Aber guck doch mal. Stell euch mal vor, die Erde würde so aussehen. Wäre das nicht cool? Bin ich ein Soziopath? Okay, wir schneiden jetzt die Erde auseinander. Let's go. Was ist, wenn wir die Erde nicht komplett durchschneiden, sondern nur so ein kleines Stück unten? Also zum Beispiel sagen, dieses Stück hier unten, das ist die Antarktis und halt Südamerika. Also wenn man jetzt einfach mal sagen würde, also ich würde sowas niemals sagen, aber wenn man jetzt sagen würde, wir würden das einfach... abschneiden. Wäre das schlimm? Könnte die Erde vielleicht sogar noch existieren? Ich befürchte es nicht, weil es wahrscheinlich aus der Umlaufbahn geworfen würde und wir wahrscheinlich dann irgendwohin tangeln, wo es uns gar nicht gut geht. Ich habe keine Ahnung von Astrophysik oder sowas. Müsste ich Romatra fragen, der hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Aber ich meine, schaut mal hier. Wenn man jetzt hier so, also einfach so, man schneidet einfach so ein Stück ab. Das ist wie ein Brot. Und ich meine, es ist 1 Milliarde Menschen gewesen. Also im Vergleich, wir sind immer noch genug, sage ich mal. Und vor allen Dingen haben wir jetzt eine viel, viel coolere Form. Pass mal auf, wir machen das hier unten einfach mal weg. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Gleich haben wir es geschafft. Das dauert halt ein bisschen. Wir haben hier so einen Präzisionslaser. Ach ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz so schlimm wäre es nicht. Vielleicht können wir das Ganze noch wieder abkühlen. Ist das hier Eis? Das ist kein Eis, glaube ich, oder? Oh. Jetzt sind gerade alle Menschen auf einmal gestorben, weil die Erde sich zu sehr erhitzt hat. Und plötzlich sind alle Menschen auf einmal verbrannt. Das ist echt schade, aber ich meine, wir sind Gott, also können wir auch einfach eine neue Erde spawnen. Und zwar die hier, das ist Pangea. Pangea geht es sehr viel besser als unsere Erde. Das ist nämlich ein unglaublicher Riesenplanet. Das könnte wirklich Pangea. Ist das Pangea? Sah Pangea so aus? Wir schauen einfach mal, wenn ein riesiges Alien-Ding kommt und mit seinen Tentakeln weirden Hentai-Shit mit der anderen Erde macht.
Nein, ist in Ordnung. Nehmen Sie sich ruhig. Das brauchten wir eh nicht. Wir tun einfach so, als wäre das nie da gewesen. Wir machen hier einfach ein schwarzes Loch hin. Und ich meine, was soll da schon großartig passieren, oder? Also ich meine, so ein paar schwarze Löcher werden ja unserem Planeten nicht schaden, nehme ich an, oder? Es sieht immer noch aus wie so ein heißer Mozzarella-Ball aus einem Backofen. Immer noch irgendwie appetitlich. Ganz schwieriges Thema. Wir spawnen also nochmal unsere Erde. Gehen wir dahin zurück. Und wir sagen, es kommt ein UFO. Und das UFO trifft leider aus Versehen, also jetzt nicht aus einem bestimmten Grund, es trifft die USA. Das UFO kommt quasi und nimmt sich quasi die USA vor. Und es ist ein paar Amerikaner haben es überlebt. Aber der Großteil der Amerikaner ist tatsächlich leider Gottes von einem UFO bewältigt worden. Jetzt kommt aber die US Air Force und sagt, wir nutzen unsere neue Verteidigungsstrategie. Den großen interstellaren Superwurm. Nee, das ist sowas, finde ich eklig. Der uns hilft und uns rettet. Und der frisst ein Loch in die gesamte Erde. Okay, also Europa scheint dir nicht zu interessieren. Ja, ist doch entspannt. Also ich glaube, der Wurm ist befriedigt, oder? Das Ding ist super eklig. Könnte es einfach bitte gehen? Oh nein, ich glaube, ich muss es töten. Ja, man kann es nicht töten. Es frisst sich jetzt durch die Erde. Das ist blöd, aber vielleicht gibt es eine größere Naturkatastrophe, mit der wir das Ganze überspielen können. Wir haben aus Versehen den Mond. Und der Mond ist irgendwie zu nah an die Erde rangekommen und immerhin leben noch 600 Millionen. Australien hat es überlebt. Australien ist es echt egal. Der Wurm haut ab. Und wir sind jetzt einfach auf Australien angewiesen. Leider Gottes wird die Arktis auch erhitzt und die Polkappen schmelzen. Das heißt, das Wasser steigt. Australien juckt es aber nicht. Also nochmal, die Erde. Der Erde geht super gut. Leider Gottes hat die Erde einen Meteoriteneinschlag gehabt. Und zwar nicht nur einen, sondern 40.000 Meteoriten, die leider Gottes durch ein Asteroidenfeld auf unsere Erde gelenkt worden sind. Wie würde es aussehen, wenn 6-7 Meteoriten unsere Erde treffen. Ich glaube, die Erde könnte sich wieder abkühlen. Also ich glaube, dass unsere Erde ziemlich beständig ist, okay? Lass uns was anderes versuchen. Wir nehmen also jetzt diesen riesigen Todesstern hier. Und dieser riesige Todesstern wird getroffen von dem hier. Was ist das? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, so krank stark kann das jetzt ja wohl nicht sein, oder? Ja, was für ein schöner Feuerball. Das war es an der Stelle vom Todesstern. Versuchen wir es doch einfach mal mit dem Mond. Also wir nehmen quasi den Mond. Hier wohnt niemand drauf. Auf dem Mond wohnt niemand und ihr könnt dem Mond nichts anhaben. Lasst den Mond bitte in Ruhe. Also wir haben hier quasi den Mond. Und wir sagen einfach mal, der Mond stößt mit dem Mond zusammen. Ich meine, das sollte der Mond doch eigentlich überleben, weil das ist ein kleinerer Mond mit dem Mond zusammen. Seht ihr? Ja gut, jetzt kann man natürlich sagen, hier lebt auch keiner, aber ja, ich weiß schon. Also an sich ein ziemlich lustiges Spiel, muss ich sagen. Irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ist das ziemlich befriedigend tatsächlich. Was für... Moment mal, wie viele Millionen leben hier? 13 Milliarden Menschen auf diesem Planeten? Das ist zu viel. Wir als Erdlinge müssen da eingreifen. Wir sind also quasi jetzt wieder mal die USA und besetzen quasi einen ganzen Planeten. Ich glaube nicht, dass das so schlimm sein sollte, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass dieser Planet das überlebt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich meine, ihr seht, es gibt immer noch eine Menge Leute. Okay, hier wohnt keiner drin, den schneiden wir jetzt 1A auseinander. Kommt. So. Man muss sich mal vorstellen, das ist ein Handy-Game. Also ich spiele das gerade auf einem Emulator. So, wir machen hier guten Progress, Leute. Sehr gut. Und jetzt kommt ein großes Tentakelmonster hier und da. Und der Wurm kommt auch noch und ein paar Aliens kommen dazu. Und jetzt ist der ganze Planet leider hinüber. Ja, Leute, was soll ich sagen? Absolut arschgeiles Game. Für zwischendrin, glaube ich, wirklich ganz nett. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwem hier weitergebracht hat oder unterhalten hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Es gibt das ganze Spiel auch nochmal mit Städten. Also wenn ihr wollt, dass ich eine ganze Stadt kaputt mache, weil ich ein Soziopath bin, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin an der Stelle raus. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt, großer Wurm, dring in mich ein. Macht's gut. Ciao.